Hallo und willkommen auf dem Innovationsforum 2022 der APP. Neben mir steht Thomas Winkel, der arbeitet im Vertrieb Europa bei Viscom. Herzlich willkommen. Danke Ihnen, Frau Siegmund. Warum ist das Innovationsforum gerade in diesem Jahr wichtig für Sie? Ja, wir haben eine außergewöhnliche Situation, leiden noch unter Pandemie-Restriktionen. Es herrscht Krieg in Europa. Wir müssen alle enger zusammenrücken und da bietet natürlich so eine Präsenzveranstaltung dann doch schon wirklich mal die Plattform, wieder zu networken, in Kontakt zu treten und miteinander halt wirklich die Themen, die uns alle bewegen, zu besprechen. Und wie adressieren Ihre Lösungen oder Produkte die aktuellen Herausforderungen? Die Herausforderungen sind ja Effizienz. Immer wieder, wir müssen uns gegen asiatische Märkte behaupten oder auch amerikanische Märkte. Und da sind wir in Europa immer getrieben, auch technologisch immer ganz vorne mit dabei zu sein. Und habe ich heute beim Vortrag auch zum Beispiel KI-Themen vorgestellt, die uns hier einen gewissen Wettbewerbsvorteil verschaffen könnten, wenn wir sie denn dann auch nutzen. Und wodurch kann die Wettbewerbsfähigkeit einer Elektronikfertigung in Deutschland erhalten werden? Genau mit diesen Themen halt, wie ich erwähnt habe. Das geht heutzutage alles sehr, sehr stark in den Bereich Software. Big Data, also Daten nicht nur zu sammeln, sondern auch zu verwerten, zu verarbeiten, Rückschlüsse ziehen, Prozesse verbessern und optimieren. Da geht die Reise hin, da müssen wir alle unseren Fokus drauf ausrichten und damit bleiben wir auch wettbewerbsfähig im internationalen Vergleich. Vielen Dank für die interessanten Antworten und ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg auf der Veranstaltung. Dankeschön. Danke.